letzte Folge für heute, zumindest von Alan Wake. Gleich wird noch ein wenig Dishonored aufgenommen. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir sollen die Schrottkarre untersuchen und haben gerade eine weitere Manuskriptseite von The Sudden Stop aufgenommen, dem zweiten Skript in der zweiten Episode, der zweiten Spiel, des zweiten Spielabschnitts sozusagen, namens Besessen. Gerade in der Nähe von der Polizeiwache waren wir und ja, haben uns untersuchen lassen. Und wir haben herausbekommen, dass Alice von einem Entführer, beziehungsweise von Entführern vielleicht auch, hat so teilweise, glaube ich, ein bisschen so geklungen, als wenn es mehrere sein könnten, von denen entführt wurde. Und wir sollen nicht mit der Polizei sprechen, ausdrücklich nicht. Und was jetzt diese Schrottkarre damit zu tun hat, nach diesem komischen Loch im Zaun, auf das wir aufmerksam gemacht wurden, das erfahren wir jetzt. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Eieieiei. Was das kann... Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Spannend, das Radio ist wieder aus. Irgendwann schaltet man das Radio dann... Ja... Denn die Radioübertragung wird halt einfach irgendwann abgeschaltet. Man muss immer mehr sparen heutzutage. Wir kennen das Problem nicht, aber hier in diesem Spiel wohl. Ich dachte gerade, er wäre weg. Boah, da hätte ich jetzt auch wieder so einen kleinen Schock gekriegt. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Okay. Ja, das nennt man, glaube ich, Teufelskreis. So ein wenig könnte man zumindest als solchen bezeichnen, was hier abgeht. Und der Fernseher ist durchgebrannt. Ja, super. Ja, also wir müssen die Geschichte weiterschreiben, denn sonst würde halt alles in sich zusammenbrechen. Die ganze Beziehung, das reale Leben und die Rettung von Alice ganz zunichte werden. Aber wenn wir weiterschreiben, hat natürlich auch die Dunkelheit immer mehr Einfluss darin. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, kann Alan denn nicht irgendwas Fröhliches schreiben, aber... Ich glaube, selbst wenn er etwas Fröhliches schreiben würde, würde sich die Dunkelheit irgendwie darin breit machen. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Mitarbeiter abgemahnt wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, das Fortschreiten ihrer Demenz zu verzögern. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo sie wohnen, damit ich sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh je, ganz ruhig. Keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse.
Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Wow. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Ja, ich finde seine Reaktion auf sie jetzt auch ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt. Aber mein Gott, ich kann es natürlich vor dem Hintergrund, dass seine Frau entführt ist, verstehen. Und dass man jetzt so kurz davor ist, mit den Entführungen in Kontakt zu treten. Und man trifft sich natürlich um Mitternacht, wenn schon denn schon, ist klar. Ne? Schön dunkel und alles, mhm. Ja, was hatte die eine gerade eben, die Frau da im Polizeirevier? Kakerlaken? Ich muss ein bisschen das Lachen verkneifen. Das eine Hotel ist von Kakerlaken heimgesucht. Das klang so schön. Ja, da hätte ich dann auch nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt. Elderwood Nationalpark, gibt's den wirklich? Ich weiß es jetzt nicht so ganz, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich wollte eine Hütte mieten, um in ihr bis Mitternacht zu warten. Was ich eigentlich auch ziemlich cool fände, ist, wenn sobald ja demnächst wieder ein paar Kampfsequenzen kommen, wir das zum Beispiel mit ihm oder mit wem anderes auch zusammen machen. Also das heißt, dass wir nicht nur alleine kämpfen mal irgendwann, sondern auch mit wem zusammen. Fände ich eine gute Idee. Können wir denn wieder raus? Nein, wir sind gefangen. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Ja, das fehlt uns jetzt natürlich auch noch, so eine kleine Streiterei zwischen den beiden Freunden hier. War auch eine ziemlich krasse Reaktion auf den Doktor gerade eben. Das war ja auch der, von dem wir das Buch damals gefunden hatten, als Alan in den Teich... Genau, das war auch so eine Sache, habe ich hinterher gehört. Ich habe Teich gesagt, ich meinte natürlich, wenn dann überhaupt Tümpel oder See am besten. Ich habe Teich gesagt, ganz schlau, Dave. Ja, von dem war ja auch das Buch, was wir danach dann in diesem Autowrack von uns gefunden haben, hinten im Kofferraum. Dr. Dingens, Hartman oder wie er heißt. Scheint wohl auch ein wichtiger Charakter zu sein und sah auch etwas creepy aus. Und er wollte uns irgendwohin einladen. War das jetzt sein Psychiatriezentrum oder was sollte das jetzt gewesen sein? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Schon schön. Aber natürlich wird es nicht so bleiben. Und wer ist das da draußen? Müsste ja dann Rusty sein. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten. Oh. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie.
Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Oh. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Boah, ich finde sowas auch immer scheiße. Vor allem, was ich richtig asozial finde, ist, wenn das extra für, nicht für Wildtiere, sondern für, ja, irgendwelche anderen Tiere ausgelegt wird, solche Fallen. Finde ich genauso ätzend und bescheuert, wie Tiere an der Autobahn zum Beispiel auszusetzen, wenn man in Urlaub fährt oder so. Ich will lieber nicht sagen, was ich persönlich dann gefühlsmäßig mit den Leuten machen würde, die das tun, aber ihr könnt es euch vielleicht denken. Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Die haben mir noch nicht nachgeguckt. So. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Jetzt gehe mir nicht auf die Nüsse hier. Das kommt nicht so gut. Ich spreche jetzt mal so ein bisschen für Alan. Und wir finden das Formular und das ist, glaube ich, auch so ziemlich mit die letzte Aktion heute. Und jetzt geben wir Rusty das noch und dann ist auch, glaube ich, Schicht im Schacht. Und so wie ich mich kenne, ist dann die nächste Session sofort von Anfang an total hektisch und spannend und Drama und Kampf der Kämpfe. Mal sehen. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang und ein schönes Plätzchen. Jo. Schlüssel nehmen wir. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Oh, und passen Sie auf, falls Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass Sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen... Ja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. Da hinten ist eine Brücke, okay. Ja, liebe Leute... Schlüssel haben wir besorgt und wir gehen jetzt zum Auto. Beziehungsweise, nee, das machen wir erst in der nächsten Session, in der nächsten Folge von Alan Wake. Ich hoffe, es gefällt euch nach wie vor richtig gut. Genauso wie mir. Und ja, was der Lover, der die das Lover's Peak so zu bieten hat, außer irgendwelche blöden Bärenfallen und Camper, die irgendwie verschwunden zu sein scheinen. Und natürlich die Entführer, was die so von uns wollen und ob wir vielleicht... Ich hatte, was ich wollte. Ja. Es war Zeit zu gehen. Ob wir wirklich eine realistische Chance haben, Alice auch zu retten oder mit denen sogar zu verhandeln. Man soll es ja nicht ausschließen, aber so ganz wahrscheinlich halte ich es dann doch nicht. Egal. Wir werden es demnächst alles rausfinden. Früher oder später. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.